Wir sind jetzt hier auf der herrlichen Sportanlage Herr Schürli, Heimat vom FC Schwamendingen. Neben mir der Präsident, der Markus Petschat. Markus Petschat, was unterscheidet der FC Schwamendingen von anderen Clubs, zum Beispiel in Zürich Nord? Ich glaube, das ist sehr schwierig zu sagen. Es hat natürlich jeder Club seine Eigenheiten, seine Spezialitäten, die auch historisch gewachsen sind. Wir sehen uns hier in Schwamendingen effektiv auch ein bisschen als Kulturzentrum, und zwar im positiven Sinn, um den Jugendlichen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu integrieren. Wir sind ja eigentlich gerade das Quartier, das geprägt ist auch von multikulturellen Anlässen. Und wir probieren das eigentlich fortzusetzen im Fußball und die jungen Leute sinnvoll zu beschäftigen. Dadurch haben ihr auch einen Haufen anders kulturelle in eurer Mannschaft. Das ist richtig, wobei das ist wechselnd, muss ich sagen. Gerade jetzt im Moment haben wir mehr ein bisschen latinische Nationen, die zum Zug kommen. Also im Moment in der ersten Mannschaft vor allem sind es dann vor allem Spanier, Portugiesen, die wir jetzt bei uns in der Mannschaft drin haben. Wir sind sonst auch von anderen Nationen natürlich geprägt. Und bei uns ist an und für sich jeder willkommen, der in den Club passt. So, könnt ihr jetzt mal aufstellen, bis die anderen kommen. Ja, bis der zwei. Schwamendingen hat ja nicht immer den besten Ruf als Quartier. Versuchen dir als Sportler, als Fußballer vom FC Schwamendingen den Ruf von dem Quartier ein bisschen zu verbessern? Selbstverständlich. Einerseits einmal haben wir ja relativ lang mitgemacht bei Midnight Basketball. Eigentlich eine polysportive Veranstaltung, die nicht in unserer angestammten Sportart stattfindet, wo wir aber auch wieder können Brücken schlagen können. Wir probieren auch andere Anlässe, sei das am Schwamendingenfest, das traditionell jedes Jahr stattfindet, oder auch mit unserem Turnier, Juniorenturnier zum Beispiel, wieder Brücken zu bauen in diesem Bereich. Wir müssen noch mehr zusammenrücken. Euro 08 steht vor der Tür. Schwamendingen ist ausgewählt worden, also da der Platz, als Camp für Euro-Besucher. Das allerdings nimmt dann dem FC Schwamendingen einige Möglichkeiten weg in Bezug auf Training und vor allen Dingen auch in Bezug auf ihr legendäre grosse Grümpelturnier, eines der letzten in dieser Grösse, wo ja immer geholfen hat, dass man finanziell über die Runde gekommen ist. Ja, das ist sicherlich so, dass wir da ein bisschen eingeschränkt werden, wobei man nicht vergessen darf, dass eigentlich die Plätze zur Verfügung gestellt werden, die wir sowieso nachher nicht mehr zur Verfügung hätten durch den Umbau. Es ist also eigentlich nicht so, muss man ganz fair sagen, dass wir benachteiligt sind durch das. Und das Grümpelturnier, das haben wir uns muss ich sagen, schon länger jetzt überlegt, ob wir das in dieser Form noch werden machen, weil der Aufwand extrem gross ist und die Verdienstmöglichkeiten in den letzten Jahren doch sehr drastisch gesunken sind. Also wenn man das anschaut in Bezug auf Aufwand und Ertrag, muss man mittlerweile sagen, wir betreiben oder wir müssen viel zu viel Aufwand betreiben für das Wenige, was heute jetzt noch zurückbleibt. In dem Sinn sind wir am Schauen, dass wir neue Formen finden, um uns zu finanzieren. Und darum erachten wir es nicht so als tragisch. Wir sehen es als Chance, dass auch das Herr Schürli eine gewisse Bekanntheit noch bekommt vor dem Umbau. Und wir werden vielleicht je nachdem auch eine Chance erhalten, uns da zu engagieren und für den Club etwas herauszuholen in der Zeit, wo das Camp da existiert. Ganz zum Schluss, Markus Petschat, noch ein bisschen zu dir. Oft sucht man ja Präsidenten, die eigentlich mit dem Fußball gar nicht direkt etwas zu haben, dafür ein grosses Portemonnaie mitbringen. Andere sind im Club aufgewachsen, haben sich dort engagiert und sind nachher an die Spitze als Präsident. Wie ist das bei dir? Deine Verbundenheit mit dem FC Schwamendingen ist dir schon das Leben lang? Ich würde sagen, das Leben lang mit Unterbrüchen. Es ist ja so, dass mein Vater eigentlich in einer der ersten Mannschaften gespielt hat vom FCS. Meine Cousins spielen alle da. Ich bin da aufgewachsen, habe auch die ganze Juniorenzeit da gespielt. Habe mich dann eine Zeit lang auf den Beruf konzentriert und bin nicht mehr so anwesend gewesen. Bin aber nachher zurückgekommen, wo ich auch wieder Kinder hatte, da gewohnt habe. Meine Kinder haben da geshootet, also nicht nur der Sohn, auch die Tochter mal zwischenzeitlich. Ich selber habe so ziemlich alle Mannschaften von der Alterskategorie her mal trainiert, wo es trainieren gibt. Haben auch das Amt vom Junioren-Obmann und andere Sachen ausgeübt. In dem Sinn ist das irgendwann durch vielleicht schon absehbar gewesen, dass man auch mal bereit ist, Verantwortung als Präsident zu übernehmen. Wobei ich ganz klarstellen möchte, dass ich nicht der Präsident bin, der das Portemonnaie mitbringt. Mir geht es eigentlich darum, den Club in neue Zeiten zu bringen. Und das ist etwas, was wir als Gesamtheit erbringen können. Schwamendingen spielt ja in der gleichen Gruppe mit anderen Vereinen aus Zürich Nord.
ich denke an FC Unterstrass, ich denke an FC Affoltern, Oerlikon Polizei. Unterstrass ist mein Club. Ich wünsche dir also am FC Schwamendingen alles Gute und eine Schlussrangierung vorne. Es muss nicht unbedingt vor dem FC Unterstrass sein. Da können wir noch drüber reden, da bin ich diskussionsbereit. Aber ich denke, beide Mannschaften weit vorne, da sind wir auf der gleichen Höhe. Das war der Präsident vom FC Schwamendingen, Markus Petschat. Jetzt muss ich überlegen, wie geht das schon wieder? Walter Scheibli für einmal nicht aus dem Hallenstadion mit dem ZSC, sondern vom Herrenschürli mit dem FC Schwamendingen und das für TV Schwamendingen.